Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum neuen Video, heute mal wieder in Forza Horizon 4. Und zwar dachte ich mir heute mal, ich zeige euch mal wieder ein bisschen ein paar gute Skillpoint-Methoden, teste das ein bisschen, weil es sind ja ein paar neue Driftcars rausgekommen und zeige euch heute mal, wer der schnellste ist und wie ihr natürlich immer noch am schnellsten die Skillpunkte machen könnt und die natürlich auch noch am besten einlösen könnt. Also es kommen auch noch ein paar neue Autos, die auch sehr lukrativ sind, deswegen haltet euch fest, Leute, schnallt euch an. Ich würde sagen, wir legen los. Ja, zunächst begebt ihr euch erstmal an den Platz, wo ich gerade bin. Das ist der große offene Driftplatz. Ich denke mal, den kennt jeder bei Edinburgh City. Und jetzt werfen wir als allererstes mal einen Blick auf die Fähigkeiten, die man bekommt, auf die Fähigkeitsketten, auf die Kombination. Während wir driften, können wir natürlich hier auch noch ganz viel Zeug zerstören. Das ist natürlich ganz wichtig. Und hier sehen mal, Müllmann, fahre einen Abfalleimer über den Haufen oder posttraumatisch fahre einen Briefkasten über den Haufen. Und das Ganze gibt es auch mit Säulen. Das heißt, wir bekommen bestimmte Anzahl an Punkten für Fähigkeitsketten, die wir ausführen. Das heißt, wir müssen eigentlich dann hier nur rumdriften und alles über den Haufen fahren. Deshalb haben wir uns diesen Platz auch ausgesucht heute in dem Video, weil das einer der besten ist. Und jetzt werde ich euch auf jeden Fall 4 Autos zeigen, da ja ziemlich viele neue Drift-Autos rauskamen, und werde die auf jeden Fall ein bisschen vergleichen, werde euch dann zeigen, welches das schnellste ist und wie ihr die meisten Skillpunkte bekommt. Bei allen Autos packe ich auf jeden Fall die Automeisterung auf fast komplett voll. Das ist ganz wichtig, weil dann geht euer Multiplikator zum Beispiel von 5 auf 7 und ihr bekommt halt bestimmte Prozentzahl mehr Punkte für Dinge, die ihr macht oder wenn ihr irgendwas zerstört. Deswegen haut bei allen auf jeden Fall die Automeisterung so voll, dass ihr das Nötigste habt. Und dann legen wir eigentlich direkt los mit dem ersten Duell. Wir haben einmal den M6 Forza Edition und den RS200. Das ist keine Forza Edition. Das habe ich bewusst gemacht, damit für jeden vielleicht ein bisschen im Budget mehr oder weniger was dran ist, und hab euch jetzt einfach mal einspielen lassen, beziehungsweise ein bisschen beschleunigt hier, wie lange die brauchen, bis die 10 Skillpunkte erreichen. Beide haben einen Fähigkeitsmultiplikator von 7 und der M6 braucht 1 Minute 50, 21 und der RS200 2 Minuten und 2. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Zeit, aber ich würde sagen, wir kommen direkt zu den nächsten beiden Autos und schauen uns am Schluss noch das Ergebnis an. Ja, das nächste Auto ist der Ford Mustang S5. Ihr seht, ich löse auch hier natürlich immer die Skillpunkte ein, beziehungsweise die Automeisterung komplett auf hoch. Das gleiche mache ich auch beim Formula D599. Den werden wir jetzt auch testen und werden die beiden jetzt eben gegeneinander antreten lassen. Hier ist es aber jetzt allerdings so, dass der Mustang nur einen Multiplikator bis 5 hat. Das heißt, wir erreichen hier mit 70.000 Punkten, die wir quasi durch die Fähigkeit erreichen, nur 8 Skillpunkte. Das war eben das Ergebnis. Ich glaube, es waren sogar ein bisschen mehr wie 70.000. Aber ihr seht auch hier, die beiden sind auf jeden Fall langsamer, wenn ich das jetzt soweit spoilern kann. Aber ihr seht, wir sind ja eh gleich schon durch. Und der 117 GTB, der hat eigentlich schon eindeutig gewonnen mit 2:12:05, ist aber trotzdem schlechter als die anderen beiden, und der RTR Spec mit 2 Minuten 24:12, 8 Skillpunkte. Kommen wir als nächstes aber zu den Results, und ich werde euch nochmal hier alles auflisten. Wir sehen hier die Results einmal auf dem ersten Platz, oder wir machen mal einfach, fangen wir von hinten an, ist besser. RTR Spec, 8 Skillpunkte in 2 Minuten 24:12, der 117 GTB, 10 Skillpunkte in 2:12:05, der RS200 mit 10 Skillpunkten in 2 Minuten 2:16 und der M6 mit sage und schreibe 1 Minute 50, ist also das schnellste Auto. Wir bekommen quasi 10 Skillpunkte am schnellsten mit dem M6 FE. Natürlich noch mehr, also wir bekommen das Doppelte, wenn wir noch das Ganze während einem Fähigkeitslied machen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, das müsst ihr beachten. Und jetzt würde ich sagen, wir kommen nochmal kurz zu der Umwandlung von den Skillpunkten in die Credits. Ja, für die Credits gibt es heute ein bisschen neue Autos. Ich glaube, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt in dem Video. Wir fangen an mit dem Honda NSX-R von 2005. Ihr seht, wir bekommen den ziemlich günstig schon auf dem Auktionshaus und können uns den kaufen. Ihr müsst natürlich ab und zu beachten, dass manchmal die Fähigkeiten schon auf der Automeisterung eingelöst sind. Deswegen, das ärgert sich manchmal, wenn man so 3-4 Autos holt und die alle schon weg sind. Aber bei dem NSX-R, war das nicht der Fall. Und ihr seht, wir können die Credits einlösen. Das haben wir, haben einen guten Gewinn, bekommen 300 Credits. Ich habe euch übrigens jetzt noch eine Liste gefunden dazu. Da seht ihr das Verhältnis von Skillpunkten eben zu den Credits und die Rewards. Und wir machen weiter mit dem Triumph Spitfire. Auch den bekommen wir teilweise sehr, sehr günstig. Allerdings ist der ziemlich oft eingelöst schon. So war es jetzt auch bei mir schon. Aber ihr seht, wir bekommen hier auch ziemlich viel Geld. Wir bekommen hier 200.000 und das ist auf jeden Fall auch guter Gewinn. Deshalb würde ich sagen, wir kommen noch zu dem letzten Auto. Unser letztes Auto ist der Nissan Fairlady Z432 und auch da variiert der Preis ziemlich. 84.000 ist sehr, sehr günstig und die können wir natürlich auch einlösen. Leider war es ja auch schon eingelöst, aber es ist ja hier nur, um euch das zu zeigen, und ihr müsst dann halt einfach gucken, wie ihr dieses Auto dann
quasi bekommt. So, ihr könnt das Ganze natürlich auch wieder verkaufen mit dem Glitch. Das ist auf jeden Fall easy. Das heißt, ihr habt noch mehr Gewinn, wenn ihr das dann Ganze mit dem Glitch, den ich euch im letzten Video schon gezeigt habe, einfach so macht. Und Wheel Spins bekommt ihr übrigens auch noch wie die Pest überall. Also da müsst ihr euch auf jeden Fall keine Sorge machen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr seid da auf einer sicheren Seite, weil es ja eben bisher noch kein Glitch ist. Ihr könnt das natürlich jetzt noch verkaufen. Da wird euch auch nichts passieren. Aber es ist auf jeden Fall eine safe Methode, um Skillpunkte und Money zu bekommen. Und das war es dann auch eigentlich schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze natürlich gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Die Liste mit dem, jetzt hat schon wieder mein Handy geklingelt, Mann. Egal, die Liste, Leute, mit der, jetzt hat es mich komplett auseinandergebracht. So, jetzt habe ich mich wieder gefangen. Die Liste mit den Skillpunkten und den Rewards und die Einlösung und so, die findet ihr im Discord, ist da ganz groß fett unten bei der Liste in dem Channel. Leute, macht's gut. Peace. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. We'll be right back.